Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, geschätzte Zuschauer! Ich freue mich, dass wir bei dieser Stunde zur Debatte des Jahresberichtes unter unseren Zuschauern wieder einen besonderen Gast haben. Ich freue mich, einen Thüringer Landsmann begrüßen zu können. Lieber Roland Jahn, herzlich willkommen zu dieser Debatte als Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen. Es freut uns, dass Sie uns mit Ihrer Anwesenheit schätzen. Und ich glaube, es spricht für Sie, aber auch für uns, dass wir beide sagen können: Es ist gut, dass dieser Jahresbericht nicht nur das Thema Aufarbeitung DDR-Diktatur aufgenommen hat und aus der Perspektive der letzten 25 Jahre begreift, sondern dass vor allem auch über die Zukunft des Umgangs mit den Stasi-Unterlagen Aussagen getroffen wurden und dass wir das hier in diesem Jahresbericht aufgenommen haben. Deswegen ein herzlicher Dank auch an die Staatssekretärin und an Ihr Haus. Sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich auf wesentliche Punkte dieses Jahresberichtes eingehen möchte, erlauben Sie mir bitte einen kurzen Hinweis auf die geschätzte Kollegin der Linken und auch auf das Thema der Rente. Zur Rente ist das Zitat der Bundeskanzlerin schon genannt worden. Es gibt einen klaren Fahrplan in diesem Land, und der heißt Angleichung 2020. Was wir aber nicht brauchen, ist eine populistische Debatte der Linken, die sagen will, wir wollen die Höherwertung der Ostlöhne beibehalten, gleichzeitig Ost- und Westrenten auf einem Niveau. Fragen Sie doch mal jemanden aus Gelsenkirchen, aus Delmenhorst oder aus Trier-Saarburg, was die sagen. Wo bleibt deren Lohnausgleich? Wo bleibt deren Hochstufung? Wir wollen in Deutschland ein generationengerechtes Rentenmodell und ein Rentenmodell für dieses gesamte Land. Und deswegen verabschieden Sie sich bitte von Ihren Wunschvorstellungen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich kann diese Jammerei der Linken nicht mehr hören. Ich bin stolz auf dieses Land, und ich bin stolz darauf, was wir in diesem Land in den letzten 26 Jahren erreicht haben. Bei Ihnen ist der Jammerton zum Kammerton geworden, und wir sollten aber begreifen, wie können wir das, was wir erreicht haben, was übrigens einmalig in dieser Welt ist, kein anderes Land weltweit hat so eine Leistung in den vergangenen 25 Jahren verbracht, dass wir das in den Vordergrund stellen, dass wir zeigen, natürlich ist noch nicht alles hundertprozentig erreicht. Aber Sie sprechen immer vom halbleeren Glas. Dabei ist das Glas längst größer als drei Viertel gefüllt. Und hier müssen wir aufwachen und sagen, was haben wir in diesen 26 Jahren Umbruchzeit erlebt? Und wo einst rigide Planwirtschaft herrschte, florieren jetzt innovative Start-ups und ein innovativer Mittelstand. Wo wir einst Natur unter staatlicher Aufsicht der DDR verseucht haben, wandern jetzt Touristen durch Naturschutzgebiete. Wo einst Menschen 6 Jahre früher gestorben sind, haben wir jetzt eine höhere Lebenserwartung. Das haben wir erreicht in 26 Jahren deutsche Einheit, sehr geehrte Damen und Herren. Und wenn wir uns in diesem Land einmal umschauen, von Rostock bis Sonneberg, von Frankfurt-Oder bis Eisenach, dann erleben wir, dass wir Betriebe haben, die international wettbewerbsfähig sind. Wir erleben einen Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung, der heute höher als im EU-Durchschnitt liegt. Und das sind alles Entwicklungen, auf die wir letztendlich stolz sein dürfen. Was richtig ist, und ich glaube, hier zeigt auch der Jahresbericht kein verzerrtes Bild, ist, dass wir Herausforderungen haben, wie viele andere Länder auch. Und diese Herausforderungen müssen wir mit aller Tatenkraft angehen. Wir haben in den neuen Ländern eine höhere Arbeitslosenquote, eine niedrigere Produktivität und Steuereinnahmen. Aber die Wirtschaftskraft hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt, und hier müssen wir dabei mithelfen, diese Lücke weiter zu verringern. Und hier möchte ich auch, weil wir ja den Haushalt, das Gesamthaushalt für das Jahr 2017 auch debattieren, sagen, hier setzen wir nicht auf Gießkannenprinzip, sondern hier machen wir Förderung auf den Punkt. Egal, ob das bei Innocom ist, ob das bei ZIM ist, ein Programm für unseren Mittelstand, wir fördern gezielt innovative Ideen, wir fördern gezielt eine mittelständische Struktur, weil wir eines in den neuen Ländern haben, und das ist eine unterschiedliche Wirtschaftsstruktur. Wir haben keine Supertanker
im Sinne von vielen großen DAX-Firmen, aber wir haben sehr viele Schnellboote. Und diese Schnellboote müssen wir fit machen auf den internationalen Markt. Wir müssen sie fit machen für die Globalisierung. Und hier haben wir die Maßnahmen seitens der Bundesregierung und auch des Haushaltes 2017 bereits getroffen. Ich habe den Eindruck, Sie sind nicht ganz so in Fahrt. Könnten Sie sich vorstellen, eine Zwischenfrage des Kollegen Tempel zuzulassen? Ist es eine Aufforderung, noch weiter in Fahrt zu kommen, Herr Präsident? Aber ich nehme die Zwischenfrage gerne an. Bitte. Ja, danke schön. Herr Hauptmann, mal unter Thüringern. Wenn in meinem Landkreis Altenburger Land, das ist ein bisschen die andere Seite von Thüringen, von Ihnen, die Hälfte aller Vollzeitbeschäftigten gegenwärtig in die Altersarmut gehen, mit den momentanen Löhnen, die Sie bekommen, mit dem momentanen Rentensystem, was steht, wenn jeder Dritte bei uns in den Westen fahren muss, um den Lebensunterhalt seiner Familie zu verdienen, weil die Löhne bei uns nicht ausreichen, würden Sie das dann auch als Gejammere bezeichnen? Denn dieses Gejammere, also diese Klagen, die nehmen wir mit hier ins Haus, und das sind Thüringer, die hier vertreten werden wollen, bitte schön, und aus dem Osten. Also, geschätzter Herr Kollege, erstens mal, wenn ich ins Altenburger Land schaue, dann vertraue ich dem direkt gewählten Abgeordneten des Altenburger Landes, und der sitzt in dieser Fraktion hier drüben. Zweitens, was Sie für ein Bild zerren von Thüringen oder von den neuen Bundesländern, ist doch nicht mehr zutreffend im Jahr 2016. Schauen Sie sich doch bitte an, was passiert ist. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit in Thüringen seit 26 Jahren. Wir haben die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in der Geschichte unseres Landes. Wir haben bei mir in meinem Wahlkreis mehr Einpendler aus Franken als Auspendler, das heißt aus der Thüringer Region ins benachbarte Bundesland. Das sind doch alles Beispiele dafür, dass dieses Programm der letzten 25 Jahre der Aufbau Ost gewirkt hat. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich habe davon gesprochen, dass wir weiter daran arbeiten müssen, hier die Infrastruktur und die Wirtschaft voranzubringen. Und da bin ich beim Thema Infrastruktur. Man verkennt immer so leicht, wie war es denn eigentlich früher? Früher sind wir auf der Fahrt von Leipzig nach Berlin über Betonplatten hierher gepoltert. Heute haben wir eine moderne Infrastruktur, in die in den letzten Jahren seit 1991, Herr Kollege, 94 Milliarden Euro investiert wurden. Und für jedermann sichtbar ist der Vorteil dieser Infrastruktur. Eine Stunde 45 von Berlin nach Erfurt mit dem Schnellzug ist etwas, was es noch nie zuvor gegeben hat. Und diese Verbesserung, die wir bei der Wasser, bei den Straßen, in der Schiene gesehen haben. Diese Verkehrsinfrastruktur gehen wir jetzt weiter, wenn wir uns auf die digitale Infrastruktur konzentrieren. Das Thema Breitbandausbau im ländlichen Raum betrifft vor allem auch den Osten dieser Republik, wo wir weiterhin an dieser Infrastruktur arbeiten und hier die Lebensbedingungen der Menschen verbessern. Für uns, und das ist das Weltbild auch der Union in dieser Regierungskoalition, dürfen wir die Menschen in den Städten und im ländlichen Raum nicht gegeneinander ausspielen, sondern für uns ist jeder Mensch, egal wo er in Deutschland lebt, ein Individuum, was wir fördern wollen und auch müssen und in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft rücken müssen. Und deswegen brauchen wir aktive ländliche Räume. Deswegen fördern wir sie über die GRW-Politik, über verschiedene Maßnahmen seitens der Bundesregierung. Aber was natürlich nicht hilft, und da bin ich wieder schnell beim Kollegen der Linken, was nicht hilft, ist eine Thüringer Linksregierung, die das einreißt, was wir als Bund fördern, auf einer Länderebene, indem man eine Gebietsreform macht und den Menschen vor Ort Infrastruktur wieder wegnimmt. Das Landratsamt, die Kreissparkasse, verschiedene Formen, wo man den ländlichen Raum bewusst ausdünnt. Hier sehen Sie in diesen Räumen ein Bild, wo die Menschen das Gefühl haben, zurückgelassen zu werden, Bürger zweiter Klasse zu sein. Und das schafft natürlich auch Räume für Extremismus, für Populismus und deswegen auch für einen Aufstieg von Ihrer Partei und der AfD. Das müssen wir verhindern, sehr geehrte Damen und Herren. Deswegen brauchen wir eine Stärkung des ländlichen Raumes und kein Ausdünnen und kein Zurückziehen aus diesem Bereich. Ich habe bereits angesprochen, was wir im infrastrukturellen Bereich und in der Wirtschaft erreicht haben. Wichtig ist auch, was wir im sozialen Bereich erreicht haben. Und die Kollegin vorhin hat angesprochen, was es doch noch für Unterschiede auch beim Lohngefüge gibt. Und hier zu sehen, dass wir die Arbeitslosenzahlen massiv verringert haben, dass wir mittlerweile
97% der tariflichen Entgelte in Ostdeutschland vom Westniveau haben, zeigt doch, dass der Prozess, auf dem wir uns befinden, den wir in den letzten 26 Jahren gegangen ist, ein erfolgreicher Prozess ist und nicht ein Prozess, wo wir den Menschen einreden, alles ist schlecht, alles ist mies und nur indem man es kaputt redet, erzielen wir letztendlich vielleicht partikulär auf Ihrer Seite politische Erfolge. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben in den letzten 26 Jahren viel erreicht. Der Osten Deutschlands hat zweifelsohne, und das bestätigt auch jeder Jahresbericht, davon überproportional profitiert. Und wir müssen jetzt eben weitergehen und müssen aus dieser Ausgangslage die nächsten Schritte einleiten. Die nächsten Schritte, die eben sagen, wir brauchen maßgeschneiderte Programme für den Mittelstand. Wir müssen ihn automatisieren, digitalisieren, internationalisieren. Wir müssen ihn fit für die Weltmärkte machen, fit für die Globalisierung machen. Und in meinem Wahlkreis, wenn ich unterwegs bin, zu sehen, dass man hier unglaublich gut aufgestellt ist, dass wir eine hohe Exportquote haben, dass wir innovative Ideen haben, die ihresgleichen suchen, dass wir Hidden Champions auch im ostdeutschen Mittelstand haben. Das stimmt mich letztendlich stolz. Und deswegen komme ich auch zum Schluss. Ich bin stolz auf unser vereintes Deutschland und das, was wir geleistet haben und freue mich hoffentlich, wie viele von Ihnen, auf den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Herzlichen Dank. Katrin Göring-Eckardt spricht nun für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.